Papi, bist du das? Hast du mir Geld dagelassen? Ja, Taschengeld, das war sehr, sehr nett von dir. Und willkommen, meine lieben Zuschauer, bei der nächsten Amnesia Custom Story. Ich denke, das hier wird die erste, die letzte Witz-Story sein, weil ich musste die einfach wegen dem Titel nehmen und auch, weil sie von einem Freund meinerseits empfohlen wurde. Und danach widme ich mich erstmal, wenn ich wieder Custom Stories mache, dann wieder ernsteren. Schau ich mal. Also, wie heißt diese? Marcel Davis ist weg. Verdammte Scheiße. Mit Ultime Mega Striker. Das 1 und 1 Mars-Scare lauert an jeder Ecke auf dich. Marcel Davis muss gefunden werden. Koste es, was es wolle. Mach dich bereit auf eine volle Ladung Scheiße in deiner Hose und auf ein paar schöne Bam in your face Momente. Hier wieder das Fürchten gelehrt. Okay? Okay. Mir wird das Fürchten gelehrt. Na gut, probieren wir es mal. Ach, die Ladezeit. Ich bin schon ein bisschen geschafft. Hab heute ein bisschen viel geschafft. Ja, ich bin geschafft, weil ich geschafft habe. Okay, wo sind wir hier? Okay, hier läuft alles gut. Okay, erstmal schauen, was wir alles in den Schubladen haben. Wir haben Hemden von aller Größe. Wir haben hier Hemden. Sieht aus XXL. Und hier haben wir, oh, riesige Menge Öl. Öl, Öl, Öl. Öl, lalalö. Und haben Stefano ist auch wieder da. Gut, den lassen wir aber beiseite. Wir lassen den in Ruhe. Na, kriege ich nicht auf. Na gut, dann lesen wir erstmal einen Zettel. Ey, du Benner. Willkommen erstmal zum ersten Teil von Marcel Smart Scare. Dies ist eine Custom Story mit einem kleinen Schuss Humor genommen werden sollte. Da der Wahnsinn hinter fast jeder Ecke auf dich lauert. Ja, ich weiß, ihr wollt keine Romane lesen, sondern Schockmomente erleben. Die könnt ihr auch haben, aber erstmal ein paar klitzekleine Fakten über diesen Raum. Alles klar, leg los. Erstens, es gibt hier drei Bücher über Gott und die Welt, die auf dem Tisch stehen. Okay, ist gemerkt. Und zweitens, es stehen drei überdimensionale Ölportionen auf dem Tisch rechts von dir. Oder standen bis gerade eben noch da. Habe ich schon eingesammelt, okay. Viertens, im Piano wartet nichts auf dich. Nein, im Ernst jetzt, da ist wirklich nichts. Fünftens, ein paar Kumpels liegen auf deinem Bett und warten darauf, dass du ihnen nachnäherst. Achtung, bei Näherung des Bettes ist eine Orgasmusgefahr nicht ausgeschlossen. Da fehlt doch Punkt 3, oder? Oh, gucke da, wen haben wir denn da? Unsere Freunde, da hat doch Punkt 3 gefehlt. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Orgasmusgefahr? Nettes Ding, Alter. Ich würde jetzt gern sagen, nehmt euch ein Zimmer. Aber wie ihr seht, sind wir schon in einem. Aha, da haben wir ja eine. What the hell? What the hell was that? Ich hab's verpasst. Aber da haben wir noch einen Zettel. Ach, das hast du aufgetaucht, oder? Schlüssel schon gefunden? Der Schlüssel ist auf dem rechten Türrahmen. Suche den Raum aber nochmals ab. Da findet sich noch das ein oder andere Geschenk. Gruß, Marcel Davis. Ah. Na, Krepper, du alte Schreckschraube. Na gut. Mach die Türe zu, ja. Einfach zu. Türe zu, das ist nicht schwer. Ach, du wolltest mich erschrecken, du kleiner Knilch. Okay, Thunderbüchsen. Geld? Gut, für was für immer wir das brauchen. Dam 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 da dam da dam. Da 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 dam. Da 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 dam. Felice. Yep. Was haben wir hier? What the fuck? WTF. Ich mag Züge. Puh, da haben wir was gemeinsam. Okay. Da habe ich noch was. Ein paar Schubladen. Aus dem Weg. So. Da haben wir ein paar Geschenke, wie es uns gesagt wurde. Oh, aha. Ein Schlüssel. Der ist wahrscheinlich für den Schrank daneben, oder? Oh, Sonderbechsen. Okay. Gott, erstmal alles beladen und dann machen wir mal das Schränkchen hier auf. Ne? Nicht ganz getroffen. Na gut. Okay, dann haben wir ja schon. Ah, wir müssen sogar auffüllen. Okay, alles voll. Gut, gut, gut. Was? Ah, falsche Taste.
Okay, jetzt war wieder ein Stuhl und dann muss ich auch noch auf den Türrahmen. Obwohl, ich könnte auch so hoch. Na komm, da brauche ich halt doch den Stuhl. Die Notiz lese ich gleich. Ja, ich habe die schon gesehen. So. Alle hopp. So, dich kriege ich im Flug. Aufgenommen, Innenhofschlüssel. Gut, was haben wir denn? 1. Hallo, bin Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Wenn Sie eine Frage zu Ihrem 1&1 DSL-Anschluss haben, dann rufen Sie an, kostenlos. Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Wie zum Beispiel bei Familie... Bei Familie Scream, hier. Ja. Dann reden wir auch nicht lange um den heißen herum, sondern kommen persönlich vorbei. Drei? Schall? Ja. Und wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Fair und transparent. Mhm. 1&1. Ja. lustig. Ja. Alle ab. Naja, die Tür ist so. Naja, hab mich verhört. Definitiv verhört. Was bist du? Ich hoffe, du kannst. Achso, da ist der Innenhof. Mann, du wolltest. Du hast mich abgelenkt, du mieser kleiner Wicht. Damit er mich erschrecken kann. Kann ich dir vielleicht die Hände aufstechen? Na? Na? Bisschen abhängen tust du. Okay. Kannst du weitermachen? Sind wir. Innenhof sind wir, ja gut. Meh, haltet mich raus aus euren Spielchen. Ja. Ich komme schon wieder in die Wechseljahre. Und was ist das? Schockermomente aus jeder Sicht. Was ist das denn? Kann ich das zum Einsturz bringen? Komm. Yep. Hey, yippie. V wie verschlossen, V plus und verpissen, also verpiss dich. Okay, sie haben mich freundlich drauf angewiesen. Oh mein Gott, Moment mal, Kisten? Nein, kein Buddy dabei. Ich will meine Buddybox wieder, die hat mir Trost gespendet. Ich habe ja eine Laterne, natürlich. Was ist das? Ein Schlüssel. Okay, ein komischer Schlüssel. Ach, da haben wir einen Finger. Wo? WTF? Hier unten im Innenhof sind noch einige Bekanntschaften zu entdecken. Schau dich mal um. Viel Spaß beim Finden. PS, guck besser nicht nach oben. Ich werde es bereuen, aber... Oh, hallo, sexy man. Was machen Sie denn hier da? Also wenn ich Sie wäre, würde ich weniger am Helium naschen. Das ist nicht genug. Wenn Sie Pech haben, dann hängen Sie noch oben an der Decke und nicht mehr hier unten. Oh. Die Lukas-Hainis schon wieder. Habe ich irgendwas zum Hauen? Nö. Dann nehme ich mich selbst. Bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Dum, 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 di, di, dum. So, jetzt redet ihr mal ein bisschen und da habe ich eine Tür gesehen. Und hier habe ich. Sind das Sonderbüchsen? Die größten Sonderbüchsen der Welt. Bonusraum. Schlüssel benötigt. Ist das der Schlüssel? Ne, dann geht's da drüben weiter. Ja. Wenn es auf der anderen Seite nicht weitergeht, dann muss es halt da weitergehen. Ist ja klar. Irgendwas versperrt die Tür. Hä? Achso, da ist der Typ. Wo geht's denn hier weiter? Habt ihr was für mich, oder? Hä? Also drüber kann ich und hallo, was sehe ich denn hier für Bäckchen? Rotbäckchen. Gibt's das nicht so ein Joghurt davon? Also hier geht's anscheinend nicht weiter. Aber wo dann? Achso, geht's da oben weiter, natürlich. Da habe ich ja ganz vergessen, da ist ja auch noch eine Tür. Wahrscheinlich geht der Schlüssel hier rein. Yes, jawoll. Ja, Marcel Tavis, Runde 1.
Jemand da? Du schon wieder. So, dass dein geistiger Verstand bisher gereicht hat, wundert mich sehr. Übrigens habe ich dir ein bisschen Kleingeld hier liegen gelassen, mein Sohn. Wie du siehst, gibt es in diesem Raum 3 Türen. Es gibt allerdings keine falsche Wahl. Doch wähle gut, denn 2 Räume sind verflucht. Viel Glück, PS, der rechte Raum sieht dunkel aus. Papi, bist du das? Hast du mir Geld dagelassen? Ja? Taschengeld? Das ist aber, das war sehr, sehr nett von dir. Ach, 10 Taler, du Geizhals. Türschlüssel. Okay, Blut. Es ist wahrscheinlich die schlimmste Wahl, aber ich mache es trotzdem. Geronimo. Oh. Okay, das sieht nicht gut aus. Leichte Kopfschmerzen. So, jetzt steh auf. Wie laufe ich denn? I'm the sidewalker. Get out of my way. I'm doing this. Hooray. Keine Ahnung. Gut. Die Türen sind verschlossen. Epic Fail. Also gut, meine Lieben. Ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal Schluss für den Part. Ich denke, ich werde noch ein bisschen weiterspielen, aber dann mache ich für heute auch mal wieder Schluss. Also, für mein Gemüt, das muss sein. Also, seid gespannt, wie es beim nächsten Part weitergeht. Und freut euch auf das nächste Video, was immer ich auch hochlade, ob ich nun was in Planung habe oder nicht. Ich weiß ja nicht, wann ich das Video hochlade, weil, so welche Videos, die lade ich vorweg hoch. Nehme ich vorweg auf. So rum. Also, euer 93 Jovo. Alle auf den Detainu und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und goodbye.